Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem, ich weiß, ich sollte es nicht machen, aber ich muss es unbedingt mit euch teilen, Video. Ich habe heute für euch den teuersten Adventskalender der Welt. Ich bin sprachlos, wenn ich das sehe und ich wollte es einfach unbedingt mit euch teilen. Es geht heute um den ultralimitierten, sehr, sehr preisintensiven Adventskalender von Dior. Ich habe den freundlicherweise, und ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, von Dior geschenkt bekommen, ohne dass ich ein Video drüber machen sollte. Ich hatte ihn euch bei Instagram schon gezeigt und ich bin einfach immer noch so gerührt, dass ich diesen Adventskalender bekommen habe. Und ich hatte ihn mit euch bei Instagram geteilt und ich habe ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr euch für mich freut und dass ich den nur für mich haben soll und dann im Dezember auspacken soll. Aber ich habe da jetzt fast eine Woche drüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich kann das nicht für mich behalten, weil das ist nicht nur für mich, sondern ich habe den nur dank euch bekommen und ich möchte euch da gerne dran teilhaben lassen, dass ihr einfach seht, was ist da drin. Ich setze euch einen Link unten mit rein. Das Schätzchen kostet 350 Euro, aber es ist halt auch Dior. Ich will das weder positiv noch negativ bewerten. Ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar, dass ich den Kalender bekommen habe. Ein Danke geht an Dior natürlich. Ein Danke geht an euch als Community, dass ihr mir das, indem ihr hier seid, mir ermöglicht, so etwas zu bekommen. Der Adventskalender ist weltweit auf 500 Stück limitiert. Es haben ihn nur 10 Leute in PR bekommen. Hatti und ich weiß ich in Deutschland. Bei den anderen weiß ich es nicht. Aber ich möchte es gerne mit euch teilen. Und ich glaube, im Dezember ist es schon zu spät. Und vielleicht gibt es eine Person, die nach diesem Video sagt, das ist mein Traum, mir sowas zu leisten. Deswegen packen wir den aus. Des Weiteren packe ich ja Adventskalender auch eigentlich immer für euch aus, damit ich die Produkte, die da drin sind, euch direkt weitergeben kann. Ich weiß, dass meine Oma sehr, sehr freudig immer auf Produkte von Dior ist, weil sie sich sie niemals selber kaufen würde. Und ich weiß, ich mache ihr damit eine Freude. Deswegen gehen ein paar Produkte an sie und der Rest geht selbstverständlich an euch. Der Kalender an sich bleibt natürlich stehen. Ich packe alle kleinen Türchen wieder zusammen und stelle ihn mir dann hin, weil er ist einfach ein Meisterwerk. Also ich muss es euch einmal zeigen. Wir haben hier sogar so einen kleinen Hänger dran, wo nochmal ein paar Informationen dazu sind. Das ist eine Limited Edition. Hier stehen die ganzen Informationen zu den Produkten drin. Und dann haben wir hier einfach nochmal einen kleinen Text auf verschiedenen Sprachen. Ich suche mal gerade Deutsch. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Gibt es nicht auf Deutsch. Eine Artistin und Illustratorin, Safia Juarez, hat den designt und mit Sternen und Goldstaub verziert. Hinter jedem der 24 Türchen liegt eine Dior-Überraschung und soll den Spaß zu Weihnachten hervorbringen. Und das ist. Also das Ding ist packagingmäßig ein Meisterwerk. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Dior wart, aber die Tüten sind alle in dem Design und wenn ihr ihn aufklappt, dann seht ihr, was das für ein fantastischer Adventskalender ist. Den kann man sehr, sehr schön aufstellen und ich werde ihn ganz, ganz vorsichtig jetzt gemeinsam mit euch öffnen. Ich stelle ihn dazu einfach hier ab. Er ist extrem schwer und ich erkenne die Zahlen kaum, deswegen greife ich einfach rein und wir schauen mal, was hier drin ist. Wir haben hier als erstes einmal das Eau de Parfum Miss Dior. Hier sind 5 Milliliter drin. Total süß, wenn man sich das so hinstellt. Klasse. Dann haben wir hier als nächstes das J'adore Dior oder Jadion Parfum. Auch das ist so süß, ne? Das sind so halt diese Miniaturgrößen. Perfekt zum Verreisen. Kommt in so einem kleinen Fläschchen. Das kann man sich dann hier so ein bisschen auftröpfeln. Ich liebe die Dior Parfums. Mein absoluter Favorit von Dior ist das Sauvage. Für den Mann und für Frauen ist es Miss Dior. Ich bin extrem vorsichtig, ne? Extrem. Dann haben wir hier ein Face and Body Primer. Auch hier in einer super kleinen, süßen Größe. Perfekt zum Verreisen. Der kommt ja in einem recht großen Flakon im Original. Und das ist Glas, also das ist kein Plastik, ne? Die haben hier selbst beim Packaging, haben sie darauf geachtet. Ich finde es ganz süß. Normalerweise sind ja immer so Reisegrößen schwierig. Allerdings, das ist Dior, ne? Also das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, Reval de Loup, die dann auch noch mit Reisegrößen rauskommen und das Ding dann für 70 Euro verkaufen. Ich finde sowas ganz gut zum Verreisen, wenn man wirklich wegfährt und
nicht die ganz großen Tuben mit haben möchte. Dann haben wir hier die Dior Show Mascara. Auch das ist eine Reisegröße in Schwarz, aber das ist so ein Klassiker. Das war's für mich. Geil. Ach toll. Das ist das Sauvage in Mini. Das ist... Oh. Das ist einfach der beste Duft überhaupt. Wirklich, ich lieb's. Auch das, ne, so... So, für zwischendurch mal in die Handtasche. Cute. Ja, ihr müsst euch mal überlegen, im Original sind 50 Milliliter drin. Es kostet schon 100 Euro fast. Hier sind 10 Milliliter drin, also ein Fünftel. Und man muss das so ein bisschen skalieren, die Preise, die es im Original in der Full-Size-Größe kostet. Okay, ich krieg's nicht raus. Das ist ein Nagellack. Ich krieg's nicht raus. Ich will's nicht kaputt machen. Es ist ein Nagellack in Rot in der Farbe 999. Dann haben wir hier einen Lippenstift in der Farbe 999. Das ist dieses klassische Rot. Wunderschöne Farbe. Okay. She's expensive. Das ist aus der Dior Prestige-Reihe. Also, ich glaube, das ist die teuerste Reihe von Dior. Eine Lotion in einem Pumpspender. Ganz zart, es riecht so ein bisschen blumig, auch total süß. Dann haben wir hier nochmal ein Jardior. Also das heißt, ihr habt insgesamt schon, das sind bestimmt 10, 20 Milliliter. Das sind zwei unterschiedliche. Haben die zwei unterschiedliche Farben? Es könnte einmal neue und der alte sein. Dann haben wir hier nochmal was für den Mann. Das ist das Dior Homme Parfum. Auch hier sind ganze 10 Milliliter drin. Auch total süß, diese kleinen Flakons. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn ich mir das hier so hinsch... Nein, das ist für euch. Also für euren Mann oder für euch als Jungs. Dann haben wir hier ein Capture Youth Glow Booster. Hier sind 7 Milliliter drin. Das Original, das habe ich ja auch hier, das hatte ich euch neulich gezeigt, das kostet 100 Euro. Ne? Also das sind fast 10 Euro allein schon an Produkt, wenn man es runterrechnet. Auch das ist halt gut zum Verreisen. Es klingt halt immer so blöd, weil meistens sage ich, es ist schwierig, Sachen zum Verreisen zu haben oder so. Travel-Size-Größen. Das Problem bei den Dior-Sachen ist, das Packaging ist teilweise ultra schwer. Also das wiegt hier bestimmt 150 Gramm und die sind nur 30 Milliliter drin. Das ist sowas Kleines, eine ganz süße Sache. Dann haben wir hier nochmal ein Sauvage in 10 Millilitern. Auch das super. Das heißt, sie haben schon 20 Milliliter drin. Ich bin für das ganze Jahr ausgestattet. Dann haben wir hier einen Lippenstift in der Farbe 999, aber diesmal in so ein bisschen schimmernd. Der andere war eher matt. Auch eine super süße Größe. Auch super schön. Hier haben wir eine Creme. Das ist die Capture Total Cell Energy Creme. Die kostet, glaube ich, auch über 150 Euro. Hier sind 15 Milliliter drin. Also das ist eine Standard-Augencreme-Pflegegröße, die ja auch schon über 100 Euro liegt. Schönes Packaging, auch Glas wieder. Ne? Also ihr merkt schon, es ist alles trotzdem hochwertig. Weiter geht es mit dem Joy-Duft. Auch ein sehr, sehr schöner Duft. Sehr feminin, finde ich. Man kriegt es sehr schwer raus. Dann haben wir hier wieder was aus der Dior Prestige-Reihe. Das ist La Crème. Und wenn etwas schon La Crème heißt, wisst ihr, es ist die Creme. Auch total süß. Also auf die Dior Prestige-Dinger bin ich tatsächlich super scharf gewesen. Die sind sehr, sehr teuer. Und ich wollte mal, ich glaube, Hattie hat mal ein Video gemacht, da hat sie die Produkte benutzt und ihre Base sah fantastisch aus. Go it. Dann haben wir hier eine Mascara. Das ist die Dior Show Iconic Curl Mascara. Auch eine sehr gute Mascara. Das Bürstchen ist sehr, sehr toll. Mag ich sehr gerne. Dann haben wir hier noch einmal Miss Dior. Das heißt, ihr habt bei den Düften immer zweimal dasselbe und habt dann einfach viel, viel mehr an Duft. Okay. Das ist auch aus der Capture Total Cell Energy Reihe. Das ist ein super potent Serum. Das Packaging ist halt schon krass, ne? Ich filme euch das gleich mal, wenn ich das aufgebaut habe, wie die Sachen aussehen. Was sieht so süß alles zusammen aus. Das ist wie so ein kleiner Mini-Spielzeugladen. Dann haben wir hier ein Dream Skin Care and Perfect Age-Defying Skincare fürs Gesicht. Oh nein. Ebenfalls aus der Dior Prestige-Reihe. Das ist, glaube ich, das teuerste Produkt. Das ist das Micro Oil de Rose, ein Advanced Serum. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da sind sowieso kleine mikroskopische Kugeln drin. Dann haben wir hier einen kleinen Dior Addict Lip Maximizer. Zwei Türchen haben wir noch. Das ist nämlich, das passt ganz gut. Das ist die Lash Base, der Primer für die Wimpern. Ist so ein bisschen weiß, sorgt dafür, dass die Wimpern ein bisschen länger werden. Und das letzte Türchen, Freunde, da bin ich ganz gespannt drauf. Na, wie süß. Das ist eine Dior Schneekugel. Nein, wie toll. Mich kriegt man ja mit so Schnickschnack, ne?
Und das als kleine süße Gabe auf Geschenke klebt oder so. Toll. Das waren einmal alle Produkte aus dem Dior Adventskalender. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich will euch aber vorher nochmal meine Meinung dazu geben. Ich weiß, es waren jetzt nur Testergrößen mit drin. Auf der anderen Seite, wenn man sich das hochrechnen würde auf Full-Size-Größen, wären wir hier bei bestimmt 2.000, 3.000. No joke, 2.000, 3.000 Euro, die hier an Produktwert mit drin sind. Das ist eine Menge. Und im Vergleich sind 350 Euro für Dior schon ein guter Preis. Also, ne, es ist sehr, sehr schwierig, das ins Verhältnis zu setzen, wenn wir jetzt beispielsweise den Adventskalender von letzter Woche vergleichen für 100 Euro, wo dann Full-Size-Größen mit drin sind, aber Drogerie-Make-up. Und ich glaube, wenn man sich das leistet und die meisten, die sich den leisten werden, denen ist das, glaube ich, egal. Das ist eher die Erfahrung, die man mit so einem Produkt macht. Das ist bei Luxusgütern, ist es immer sehr, sehr schwierig, das rational zu beurteilen. Ich erkenne mich da immer wieder selber, wenn ich mir ein Luxusgut kaufe, weiß ich, dass es rational nicht nötig ist und vielleicht auch viel Geld ist, was man für etwas ausgibt, was nicht unbedingt sein muss. Aber diese Erfahrung, dieses, man hat etwas Wunderschönes da stehen, man hat Freude und man hat Produkte, die nicht jeder hat. Und das ist hier beispielsweise diese Schneekugel. Ich meine, es gibt 500 Stück davon weltweit und ich habe jetzt eine davon. Ihr müsst das, glaube ich, so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Süße Sache, ein Full-Size-Produkt wäre vielleicht ganz schön gewesen, aber ich glaube, bei 350 Euro für Dior, für die Produkte, die hier mit drin waren, weil das waren nicht nur Lippenstifte, das waren zwei Lippenstifte. Wir haben Parfum, Eau de Parfum. Wir haben die teuerste Skincare-Linie mit dabei gehabt. Wir haben süße Proben zum Verreisen und Produkte, die man auch wirklich schon, wenn man Dior-Produkte benutzt, gerne auch als Reisegröße hat, die man ja sonst so nicht kaufen kann. Ich finde es einen sehr, sehr schönen Kalender, allein das Packaging und das Ganze drumherum. Bin halt, glaube ich, aber auch ehrlich gesagt einfach so, mich kriegt man mit sowas, ne? Deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich setze euch den Link einfach unten mal mit rein, unbezahlt, aber ich wollte mit euch einfach diese Freude einmal teilen, weil ihr seid dafür verantwortlich, dass ich ihn hier habe und ich möchte ihn mit euch auch einmal ausgepackt haben. Lasst mir gerne einen netten Kommentar unten in der Kommentarspalte und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!